Herzlich willkommen zu den nächsten Replay mit der Molotow. Russisch, 180 mm und sehr dünn gepanzert. Ja, die Molotow hat dieselben Geschütze wie der T9er und haut auch so gut rein. So, ich schau mal kurz was. Ja, ich bin auch nebenbei bei Discord unterwegs. Die Schlacht beginnt. Viel Glück allen! So, ja. Mach ich auch nochmal auf mal 2. Ich muss heute sehr viel aufgeschrieben haben. Und ja, jeder, der die Molotow kennt, sehr weich. Sehr weich. Und sehr weich. Hinzu hat sie einen Aufklärungsflieger, der sehr weich ist. Wieso ich so sehr weich sage, ist, dass es sehr weich ist. Ja, man sieht, jetzt hat jemand eine Hand in den Bildschirm reinreichen. Sieht man inzwischen G3 bis nach oben zu E3. Das ist eine Kreuzkolonne auf der anderen Seite von dem CDB. Und jetzt kommt das Härteste. Unsere Seite verliert schnell an Stärke, aber schlägt sich tapfer durch, kann ich sagen. Aber wie tapfer wir es machen, wir zweimal abgefuckt. Ich bin der meisten Sachen nicht mit Beziehung zu treffen. Ja, hier werden wir unter schweren Schuss genommen. Normale Geschwindigkeit. Denn da waren wir die erste Sita. Ivo macht First Blood. Kennt man nicht einer von denen. Ja, rote Chance in York, weil die zwei Brände gelöschen musste. Leider nur ein Overpin, aber mehr. So, ja, vollkommen an der Futuraka vorbeigeschossen. Hi, wird nachgeladen. Wir sehen schon, wir sind in der Kreuzerkolonne, trauen uns mehr rein. Unsere BBs müssen natürlich erstmal so nah wie möglich am Kartenrand. Ivo brennt. Wir sehen, der Schaden für 6 Minuten ist ernüchternd. Was ist ernüchternd? Ein brennender Haarspray? Ja, eine brennende Haarspray. Pass-F-Kraft-Free an 2 brennenden Stellen.
Flugzeug in der Luft. Ja, schön Aufklärungsflugzeug zu haben, ist echt mega. Man kann auch mal Spezialisten von Weitner verfassen. Hier, unser Gegner, die Fotokara, hat uns flankiert. Aber dies wird nicht lange dauern, denn die brennt erst einmal. Und da gab es Partitas. Und ein Kill für mich. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Unser Team hat die Führung übernommen. Währenddessen macht sich die Graf Spie von uns bereit zum Flankieren. Wo hat Ivo eigentlich den zweiten Kill her? Aber das macht nichts zur Sache. Ja, wir haben nochmal die bei uns in der Flanke. Vielleicht sollten wir uns erstmal um die kümmern. Bevor noch jemand wichtiger stirbt wie ich. Wenn du dich den Flieger nochmal der Rest verstärkt. Ja, und man sieht es, was soll diese Taktik da oben? Ich wünsche mir eine Maus hier drin, die ich nochmal extra nehmen kann, hier so zum Zeigen. Nochmal die brennt. Nur wenn ich verlange, die ist ein Spieler, der gleich löscht und statt Reparatur einsetzen, gleich löschen. Wie ist nicht mehr schwarz gekodet? Wenn ich jetzt zum Beispiel roten Bereich wäre und einmal brenne, hätte ich natürlich sofort gelöscht. Ja, Franzose, extrem beweglich für ein BB. Aber jetzt wird erstmal Banjoni gesprengt. In 5, 4, 3, 2, 1 Teil, 1 Eintel, 1 Eintel, 0. So, wir kümmern uns um die Normandie, ich und Ivo. Die anderen flankieren jetzt die Schiffe von hinten. Sehr schöne Taktik von denen, auch sehr gut umgesetzt. Sieht man halt selten im Teamspiel. Ich weiß nur nicht, was die WBs da oben machen. Es sind nur zwei WBs im Spiel. Beide WBs sind von uns oben. Die könnten super durchpushen. Nein, die sind irgendwo am Kartenrand mit den anderen Kreuzern. Mir in den langen Weg. Wir halten ihn gerade echt auf, vorzurücken. Au. Man sieht, eine Molotow tut echt dolle weh. Ja. Hinter mir langsam die Insel, wie wir sehen. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Und man sieht, ich muss langsam vorwärts fahren. Ja, so eine Normandie tut schon weh. Ja, eine Molotow tut mehr weh. Unser Team hat die Führung übernommen. Und ja, ich bin der letzte Überlebende von der Seite. Und ich werde es auch ausnutzen und will die Normandie draußen haben. Und das Problem ist, als sehr leichter Kreuzer gegen so ein BB. Wird schnell mal, wenn du nur 800 Schaden machst, schwer. Ja, wohl von meinem Kopf, das hat sie auch noch nie gehört. Schlachtschiff versenkt.
Ja, der letzte Überlebende der Seite ist gerade auch gestorben. Und so sehen wir, unsere Seite hat insgesamt 5 Kills oder 6 Kills gemacht. Weiß nicht. Ja, David Stone war auch auf unserer Seite, also 6 Kills auf unserer Seite gemacht. Die andere Seite hatte nur 4 Gegner bei sich. Ist unglaublich, wenn man das sieht, was da unten bei A abging. Wo sonst immer A ist. Und ja, wir haben eine Leon als BB. Eine Leon. Die hat 16 verfickte Kugeln. Wenn die im Nahkampf ist, die... Ich erschieße so manche... BBs auf die 10 sogar. Ich habe mit der normalen Yamato geplättet, ey. Der Yamato-Klasse. Also die Musashi. Die hat erstmal gefressen, wo 16 Kugeln in ihrer Seite waren. Ja, Indianapolis verliert schnell an Leistung. Ziemlich schnell an Leistung, an dem. York ist tot, bleibt nur noch Indianapolis. Und ja, jetzt kommt zu dem Teil, was ich nicht verstehe. Man denkt, logisch, ich fahre jetzt das F-Kraft, sprich, versuche ich das wahrscheinlich in Cap einzunehmen. In dem Punkt verrate ich das. Sie ist dümmer, als man denkt. Die geht direkt auf unsere Flotte los. Gut, zum Cap hätte ich es gleich auch nicht mehr rechtzeitig geschafft, ne? Na gut, wenigstens überleben hätte ich versucht. Ja, aber Nikraft B ist ein sehr starker Kreuzer. Wenn man die spielen kann, kannst du einiges machen. Wie eine geile Scharnhorst, nur ein bisschen kleiner, ein bisschen süßer und gefährliche Torpedos. Ich glaube, sie hat sogar die besten Torpedos von ganz Deutschland. Wie schade, dass sie nicht nachgerüstet haben, die anderen Kreuzer. Für ich gesagt haben, gut, wir geben die mindestens 7-8 Kilometer Torbreichweite. 8 Kilometer wären ausreichend für die. Könnte man die öfters einsetzen. Aber 6 Kilometer... Kann ich hier auch noch freie Sicht kriegen? Hier sehen wir sie so fahren gerade. Und in 3, 2, 1 müsste die Schelle des Todes kommen. Na? Hat ja nicht so lange gedauert, oder? Endet in 5 Minuten. So, jetzt haben wir es geschafft.